Schönen guten Tag. Ich habe wieder aktuelle Informationen für Sie. Beginnen möchte ich wie immer mit den Fallzahlen. Das machen wir auch heute mal ein bisschen genauer als sonst. In Deutschland gibt es Stand heute etwas mehr als 110.000 Menschen, die inzwischen mit dem Coronavirus infiziert sind. Und allein am gestrigen Tage sind fast 250 Menschen deutschlandweit daran verstorben. Innerhalb der Stadt Rheinheim haben wir 9 nachgewiesene Corona-Infektionen und innerhalb des Landkreises Darmstadt-Dieburg sind es fast 260 Menschen. Da gibt es auch eine sehr gute Statistik, die möchte ich Ihnen heute vorstellen. Die ist sortiert nach Altersgruppen und auch nach Geschlechtern. Und das sieht es so aus, dass im Alter von 0 bis 4 Jahren momentan Gott sei Dank noch niemand infiziert ist. Im Alter von 5 bis 14 Jahren sind es 2 Mädchen. Im Alter von 15 bis 34 Jahren sind es 37 Männer und 16 Frauen. 35 bis 59 Jahre 76 Männer und 50 Frauen. Im Alter 60 bis 79 Jahre 39 Männer und 13 Frauen. Und im Alter 80 und plus sind es 8 Männer und 10 Frauen. Jetzt könnte man sagen, naja, anscheinend sind die Frauen nicht ganz so sehr gefährdet wie die Männer. Mit dieser Aussage wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Denn wenn Sie sich mal deutschlandweit die Zahlen anschauen, dann stellt man fest, es gibt durchaus auch Bundesländer, wo mehr Frauen als Männer in den entsprechenden Altersgruppen betroffen sind. Ich möchte auch noch was zur Verordnung des Landes Hessen sagen. Sie wissen das, die öffentliche Plätze, Anlagen und auch die Freizeitzentren, die sind explizit in der Verordnung genannt, die sind gesperrt. Wir stellen immer mal wieder fest, dass es ja, hauptsächlich ältere Menschen sind, die dafür, ich will nicht sagen, kein Verständnis haben, aber die öfter mal nachfragen. Nachfragen ist ja grundsätzlich in Ordnung, aber man muss sich dann bitte auch daran halten. Denn was wäre denn die Alternative gewesen zu dieser Verordnung? Die Alternative wäre die Ausgangssperre gewesen. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass diese Entscheidung, die das Land getroffen hat, eine gute war, weil die andere eine weit, weit größere Einschränkung gewesen wäre. Es mag Städte und Gemeinden geben, das weiß ich nicht, wo man sich nicht überall an diese gesetzlichen Vorgaben hält. Hier in Rheinheim, wir halten uns daran, weil ich nicht gegen geschriebenes Recht verstoßen werde. Und deswegen bitte ich Sie an dieser Stelle auch ganz klar Verständnis dafür zu haben, dass wir nichts anderes tun, als Recht und Gesetz einzuhalten und umzusetzen. Und das ist auch grundsätzlich unsere Pflicht. Zum Thema Rheinheimer Teich, da stand heute was in der überregionalen Presse. Das ist leider nicht genau das wiedergegeben, was ich gestern am Telefon gesagt habe. Die komplette Absperrung des Rheinheimer Teichs, die sehe ich logistisch schon als extrem schwierig an. Wir schauen uns die Situation dort tagtäglich an. Das werden wir auch über Ostern tun. Und wenn es wieder erwartend schwierig werden sollte, dass einfach zu viele Menschen dort auf engstem Raum sind und dass man die Vorgaben des RKIs nicht einhalten kann, dann werden wir Parkraum wegnehmen. Das ist so eine Maßnahme, die relativ einfach umzusetzen ist und von der ich denke, dass sie auch Erfolg hat. Es ist grundsätzlich ja schön, wenn viele Menschen zu uns kommen und ich weiß, der Rheinheimer Teich ist etwas ganz, ganz Besonderes, aber wenn man sich eben die Autokennzeichen anschaut, stellt man fest, es sind sehr, sehr viele Auswärtige. Wie gesagt, grundsätzlich schön, aber in der momentanen Situation einfach kontraproduktiv. Deswegen müssen wir möglicherweise diese Maßnahme dann auch ergreifen. Aber wie gesagt, momentan scheint das noch zu funktionieren. Wenn es schwieriger wird, wie gesagt, dann nehmen wir Parkraum weg. Ostern steht vor der Tür. Ich weiß, es wird kein allzu schönes Osterfest werden. Man muss auf die Verwandtschaft, auf die Freunde verzichten. Und das ist jetzt allerdings sehr wichtig. Und da bitte ich Sie auch sehr konsequent zu handeln, so konsequent, wie Sie das die letzten Wochen auch getan haben. Denn wenn wir jetzt anfangen würden, irgendwelche große Besuche stattfinden zu lassen, dann würden wir wieder neue Infektionsketten aufmachen. Und umso länger dauert es, dass wir wieder zu unserem gewohnten Alltag zurückkehren. Sie wissen auch, dass die Polizeipräsenz sehr, sehr groß ist momentan, flächendeckend. Und die Polizei hat auch überhaupt keine Schwierigkeiten damit, im privaten Raum auch entsprechend für Ordnung zu sorgen, wo es tatsächlich nötig ist. Herzlichen Dank auch an alle Menschen, Vereine, Verbände, Organisationen und auch an die Firma Grass, die uns Masken gespendet haben für unsere Seniorinnen und Senioren. Wir haben sie auch inzwischen bereits weitergegeben. Da spürt man viel Dankbarkeit. Diese Dankbarkeit möchte ich Ihnen weitergeben und Ihnen ganz, ganz herzlich Danke sagen, denn dass das noch möglich war, innerhalb kürzester Zeit, das haben Sie realisiert und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir werden auch ein zusätzliches Angebot realisieren.
In den nächsten Tagen. Es wird durch unsere Bücherei eine Online-Ausleihe digitaler Medien geben und wir werden auch einen Bücherbringdienst realisieren für Menschen ab 60 Jahre, die ja der Risikogruppe angehören, momentan zu Hause bleiben sollen. Wir können das leider nicht weiter ausbreiten als auf die Menschen ab 60 Jahre, weil das einfach wahrscheinlich ein zu großer Aufwand wird. Wir schauen uns an, wenn es geht, bauen wir es aus, aber wir müssen erstmal auf diese Art und Weise einen Riegel vorschieben und wenn die Kapazitäten frei sind, dann weiten wir das natürlich aus. Aber wie gesagt, es wird hier ein zusätzliches Angebot geben. Die Angebote in Bezug auf die Kinderbetreuung, die finden Sie ja bereits bei uns auf der Internetseite und können sich da dann auch entsprechend informieren. Ab übernächster Woche gibt es auch eine Online-Sprechstunde des Bürgermeisters. Ich habe es gesagt, es ist mir sehr wichtig, mit Ihnen in Kontakt zu treten und das auch so weit, wie es irgendwie möglich ist, persönlich. Das werden wir dann auch separat bewerben und wir werden Ihnen dann auch Informationen zukommen lassen, wann das genau stattfindet, wie das genau stattfindet. Sie schreiben mir und ich spreche dann und dann bekommen Sie die aktuellsten Informationen. Und das machen wir auch nicht nur in Bezug auf Corona, sondern zu allen möglichen Dingen, die Sie wissen möchten, gebe ich Ihnen dann an diesem Tag Auskunft. Und wie gesagt, die Informationen dazu bekommen Sie rechtzeitig mitgeteilt. Ich wünsche Ihnen nichtsdestotrotz ein schönes Osterfest. Bleiben Sie, wie gesagt, zu Hause. Seien Sie sehr, sehr vorsichtig. Umso schneller kommen wir eben zu unserem gewohnten Alltag zurück. Und alles das, was wir momentan nicht haben können, das können wir nachholen. Ganz, ganz sicher. Und zum Schluss noch etwas Persönliches. Herzlichen Dank an die beiden Menschen, die mir eine wunderschöne Maske genäht haben, einschließlich einer Anleitung, wie ich sie keimfrei mache. Das ist eine tolle Maske. Ich setze sie jetzt einfach mal auf. Ich werde sie nämlich auch tragen draußen. Sieht gut aus, hat mich unheimlich gefreut. Besten Dank, machen Sie es gut. Tschüss.